Servus und herzlich willkommen zum neuen Part hier bei Raft. Ein Tag nach dem Livestream. Für uns war es gerade erst. Aber wir haben ja gesagt, wir produzieren vor. Ja, also der Livestream hat uns extrem gut gefallen. Definitiv. Wir sind auch richtig schön vorangekommen. Wir haben jetzt halt auch unseren ersten Mitbewohner oder unsere erste Mitbewohnerin an Bord. Die Lara. Die auch schon fleißig Eier legt. Ja, was ich allerdings machen würde gerne, ist die Nacht wegschlafen. Mir ist das hier mit der Dunkelheit so ein bisschen. Durch das, dass wir jetzt halt wirklich das aktiviert haben, ne, mit dem Pieper, ist es tatsächlich wahrscheinlich, dass man wieder mal eine Insel plötzlich auftaucht. Also da müssen wir jetzt nochmal um einiges vorsichtiger sein, würde ich sagen. Der Nebel lichtet sich jetzt gerade, das ist auch gut. Dann können wir auch nachts weiterfahren, dann ist es okay. Ich habe jetzt ein paar Kisten gemacht, ja, dass wir dann mal ein bisschen sortieren können. Ich setze die jetzt mal gleich dann unten hin. Okay. Also so jetzt dann für Federn und für das alles, was so... Ja. Ja, dann eben auch gleich Schilder machen, ne? Ich hätte heute was anderes vor, da muss ich jetzt mal gucken. Und zwar würde ich gerne da unten mich mal drum kümmern, dass diese Farbmühlen da stehen. Das würde ich gerne mal versuchen, so umzusetzen, wie ich mir das vorgestellt habe, ob das denn auch so hinhaut. So. Nee, warte mal. Ich brauche insgesamt 12. Also. Ich habe immer wieder mal so einen Blick nach vorne, weil das ist... Ich auch. Aber ich muss jetzt mal unter Deck. Ganz kurz. Ach, und wie liebe ich den Seegang, den Wellengang. Ach, warte mal, ich nehme mir Palmblätter raus und mache die Seile. Ja, und dann brauche ich noch Steine. So, 2, 3, 4. Dann kann ich nämlich zweimal Farbmühle herstellen. Die Farbmühlen, die hatte ich vor. Oh, warte mal, ich nehme mir noch Seile mit. Du bist noch oben, ne? Ja, ich bin oben. Okay. Ich brauche noch ein paar Seile. Ich mache mir jetzt mal welche. Und eigentlich bräuchte ich auch Planken, aber ich bin noch voll mit Fisch. Weil ich nämlich gerade noch gut geangelt habe. Also Essen haben wir auf jeden Fall genügend. Ich gehe mal nach hinten, mach mal die Netze leer. Das ist gut, weil ich brauche nämlich Holz. Ja, ich wahrscheinlich auch. Ich könnte eigentlich die Palmen klein hauen. Ja, das kannst du auch machen. Ich mache das mal wieder so, dass ich mir auf jeden Fall das Holz sicher und lieber das Kunststoff rausschmeiß. Geht das dann noch? Das dann noch? Ah, wir hätten zumindest einmal kurz aus- und einlocken sollen. Weil es glitscht nämlich hier alles so drüber raus. Ist es schlimm? Ja, es geht noch. Das ist ungefähr ein halbes Feld. Naja, das geht ja noch. Ups! Nein! Ich hoffe, da waren jetzt nicht allzu viele Planken dabei. Oh, und jetzt komme ich nicht raus. Bei dem Sieg. Bist du? Oh, verdammt. Ne, mir ist ein bisschen was aus der Tasche gefallen. Aber Planken sollten es nicht sein, weil Planken, die konnte ich definitiv noch auffangen. Okay. Hoffe ich. Oh, dieser Kunststoff, der vermüllt einem wirklich den kompletten Ding hier.
So, riesengroße Insel voraus. Uiuiui, Anker runter. Ich bin unterwegs. Anker ist geworfen. Ich habe auch. Wir stehen jetzt doppelt. Ja, dieser Wellengang auch noch, ey. Das ist echt übel. Schaut so aus wie die, wo wir gerade waren. Also vorhin, gestern. Vorhin, gestern. Das ist alles Kunststoff, okay. Weil das hat nämlich wieder die Dinger gesammelt hier. Weg mit euch. Besser ist es eigentlich immer, das einfach an Bord zu schmeißen, das Zeug. So, da habe ich nochmal, das nehmen wir Planken mit auf, der Kunststoff kann weg. Okay, also ich habe die Planken auf jeden Fall gerettet. Ich mache hier hinten den Anker wieder hoch. Das reicht ja. Wenn vorne ist er noch unten. Ja, weil vorne, das reicht ja. Habe ich die Felder außermittig gesetzt? Ich dachte, ich hätte die mittig gesetzt, die Grasfelder. Die habe ich umgesetzt. Okay. Die hab doch ich umgebettet. Ach so. Das habe ich gemeint, ist das noch von mir? Nein, du hast die ja hier dahinter gesetzt, hier hin. Ja, genau, halt in die Mitte, ja. Ja, und ich habe es jetzt ein bisschen weiter hinter. Naja, macht nichts. So, einmal vorbei, bitte, an der Insel. Ich hol den Anker hoch, warte. Ja, bitte. Und genau das ist eben das Schicksal, was uns blühen würde, wenn wir nicht aufpassen, dass wir dann wirklich einfach geradewegs auf so eine Insel zusteuern oder so leicht versetzt nur, wo du wirklich sagst, es wird gefährlich. Okay, das flache Teil ist auf der linken Seite, das heißt, wir fahren wieder an der Seite vorbei, wo die hohe Steilwand ist. Ich meine, auf die Insel gehen wir jetzt nicht drauf. Wir schauen einfach nur, dass wir dran vorbeischippern. Also Holz habe ich so einiges, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Kunststoff, weg mit euch. Palmblätter, weg mit euch. Ich meine, wir haben noch genug in Vorrat. Von daher, wir sollten eigentlich jetzt an der Insel vorbei sein. Ich mache das Segel wieder gerade. Nochmal rausgeguckt. Ja, wir sind auf jeden Fall weit genug weg von der Insel. Ich glaube auch nicht, dass hier ein flaches Stück kommt. Wieder auf der anderen Seite. So, bist du Oberdeck oder Unterdeck? Unterdeck. Unterdeck. Ne, dann bleibe ich lieber noch oben. Weil ich möchte nicht riskieren, dass dann doch noch eine flache Stelle bei der Insel auftaucht und wir da dagegen schippern. Das ist mir zu gefährlich. Es wäre nicht so toll, weh. Wir haben gerade vorhin schon gesagt, das wäre super. Wir machen den Livestream zu Ende. Freuen uns und machen hier noch Nacharbeiten und dann plötzlich sitzen wir gegen die nächste Insel. Und wir bekommen es nicht mit. Ja, aber das sind halt so diese gewöhnlichen 0815 Inseln, wie wir sie jetzt gerade hatten. Also es scheint so, als wäre das die identische Insel, ja. Aber warte mal, wir holen uns doch mal schnell. Wir haben doch. Dreck. Ja, genau, du hast recht. Du hast recht. Können wir ja da unten reintauchen, Dreck holen und wieder raus. Ja, das stimmt. Ich tue mal ein paar Planken hier raus. Ein paar lasse ich aber einstecken, weil ich ja da unten weiter bauen will und vielleicht hinten noch die eine oder andere Plattform. Wer geht, du oder ich? Ich habe die Schaufel, also gehe ich. Okay. Naja. Einfach mal schnell geschnappt und ich bin auch relativ voll mit allem und es geht ja schnell. Man kann bloß leider nicht schneller schwimmen, das ist das Problem. Man kann zwar auf dem Schiff schneller rennen, aber du kannst hier nicht jetzt anfangen zu kraulen. Das ist eher seltsames Schwimmen, was der hat.
Naja. Aber doch, das ist, im Grunde ist es ganz, ganz nett animiert alles. Ja, weißt du noch das eine Raft, was wir da hatten? Dieses Billig-Raft, diese Nachmache, das war ja auch nicht schlecht, oh ne? Oh Gott, ja. Ah, jetzt habe ich den Ding vergessen, den Haken. Ja, ist egal, ich hole jetzt nur den Dreck. Mir ist der Ton und so weiter jetzt mal wurscht. Das war ja total grauenvoll. Ja. Ich hab's dann auch gleich wieder zurückgegeben. So ein schlechtes Game. Ich hab's gleich wieder zurückgegeben an Steam, aber ich glaube, du hast es behalten, ne? Ja, ich hab's behalten. War der nur 3 Euro oder was? Wie viel war's? Ich also weiß viel war's nicht. Nee, viel war's echt nicht. Aber es ist halt einfach. 2 oder 3 Euro, wenn, ja. Wenn ein Game gut ist, dann kommen halt gleich ein paar Nachmacher. Na, und naja. Vielleicht kennt es ja auch der ein oder andere. Oder ich bin mir jetzt nicht einmal sicher, ob das nicht vielleicht sogar vorher schon war. Aber es war halt einfach schlecht, muss man sozusagen. Also vielleicht hat ja auch unser Raft das andere Raft nachgemacht. Das kann auch sein, ja. Aber halt besser gemacht, auf jeden Fall. Wie ich finde. Ja, um Längen besser. Aber was ich da cool fand, ist, wenn der Hai auf dich zugeschwommen ist, dann war das so. Ach so, die Melodie dann. Ja. Diese typische. Du hast dann ganz genau gewusst, oh Scheiße, jetzt muss ich den Arsch aus dem Wasser holen. Ja. Also, den Dreck habe ich geholt. Es sind hier auch nur 5 gewesen. Was heißt nur? Ja, nochmal 3 Pilze. Ich denke, das Huhn ist ja noch gut versorgt. Aber wir können auf jeden Fall 3-mal mehr Erde jetzt gießen. Diese meine ich. Ne, 2-mal, ne? Weil wir haben, glaube ich, noch die 5. Ich weiß nicht, wenn du irgendwo Dreck noch rein hast. Nee, wüsste ich jetzt nicht. Wüsste ich jetzt auch nicht. Ich sehe jetzt auch nichts. Auf die Schnelle. Ja. Komm, streng dich an. Ja. Immer mit der Ruhe. Mir läuft nichts weg. Vor allem nicht das Los. Könntest dich ja drauf sterben. Du willst echt unbedingt, dass ich diesen Erfolg mir hole, oder? Ja, ich will nicht alleine dastehen mit diesem Erfolg. Ja, tut mir leid. Kann ich. Mir tut es überhaupt nicht leid. Stimmt. So, oh. Da will man zurückgehen und dann fällt doch wieder irgendwas rein ins Netz. Oh, und da hängt schon wieder was in der Luft. Auch nicht schlecht. Ach, das siehst du jetzt. Ja, das ist so, die Kiste halt hier. Ach so. Ne, weil vorhin, wo wir gestern, wo wir von der Insel weggefahren sind, ja. Nach dem Livestream, da war nämlich der große Vogel, der war nämlich so stehend in der Luft gestanden. Echt? Ohne Insel. Ne, hier ist es bloß wieder dieses Päckchen, was glitscht. Ja, aber alles jetzt. Das ist schon das dritte Paket jetzt, was in der Luft hängen bleibt, wenn ich was rausschmeiß. Oh. So. Ich glaube, ich habe aber nicht alles einstecken, was ich brauche, um die Wiese herzustellen. Oder? Na, super. Na, klasse. Das, was ich wegschmeiße, das brauche ich jetzt. Aber ist egal, kann ich schnell mal sammeln. So. Na, eins brauche ich noch. Gut, jetzt müsste ich es herstellen können. 2-mal. Jawohl, ich habe 2-mal Wiese. Schwupps, du musst raus und du musst raus. Und
Ansonsten passt das alles. Okay. Ja, dann komme ich jetzt erst einmal wieder hier nach oben. Okay. Und setze noch die zwei Wiesen hin. Hallo. Hallo, Lara. Jawohl. Es springt. Oh, Stein im Wasser. Das ist auch sowas, ne? Wenn du den jetzt siehst, ey. Ja, das könnte übel sein. Weil so ein kleines Huckerle, das überziehst du ruckzuck, ey. Das ist. Gerade wenn es neblig ist. Ja. Dann denkst du, da kommt ein Fass oder so. In dem nächsten Moment drehst du dich um und dann. Age. So, den Dreck, wo tue ich den rein? Ich tue den zum Schrott mit rein. Das würde ich, dann tue ich mal die Schaufel wieder weg. So, zack, oh. 11 Schrott einstecken aus den Fässern. So, ich würde jetzt noch mal ganz kurz unter Deck gehen, aber ich habe keine Lampen mehr. Jetzt ist da unten dunkel, wo ich hin muss in der Ecke. Nimm dir Planken mit und Schrott. Ich habe jetzt gerade auch 10 Fackeln hergestellt. Oder 15? Ich weiß es gar nicht. Was braucht ihr nur? Schrott und. Oh, perfekt. Ich habe jetzt erst einmal nur 5 gemacht, das passt schon. Das war jetzt das, was ich an Material einstecken hatte. Hast du dir den Kaffee gemacht? Mhm. Mhm. Ja, habe ich auch. Weiß ich. Okay, dann bin ich jetzt noch mal unter Deck. Ich denke, dass ich hier bei den Treppen. Wir haben übrigens den 60. Überlebenstag. Echt? Auch schon? Ja. Auch nicht schlecht. Meinst du, hier schaffen wir 365? Ich weiß es nicht. Echt schwierig. Schwierig zu sagen. Schaffen wird man wahrscheinlich schon, aber ich hoffe, dass wir nicht irgendwo vorher gegen irgendwas dagegen bumsen hier. Ja. So. Das geht natürlich nicht. Ja gut, dann müssten wir vielleicht das Schiff einfach dann umbauen. Ja. Naja, machen wir halt. Klar. So, jetzt warte mal, jetzt wollte ich das. So machen. Zack. Jetzt hoffe ich, dass ich noch Kind. Ne, habe ich natürlich nicht. Noch ein paar Planken. Bald, da wollte ich schnell noch runter, dass ich die Steine loswerde. So, zack. Kannst du dich noch an unsere Andersfloß erinnern, wo du alleine unterwegs warst, wo ich im Urlaub war und wo du die Kammern, also oder die Räume unten rein gemacht hast und dich dann wegen den Laufwegen und diesen Treppen und so aufgeregt hast, dass du da irgendwie nicht ganz klarkommen bist. Das haben wir hier überhaupt nicht, ne? Nee, das haben wir hier gar nicht, das stimmt. So, jetzt möchte ich mal schauen, wie das ausguckt. Man sollte immer noch hier hinkommen. Obwohl wir eigentlich nur 3 Abgänge haben, aber da in 5 Richtungen können. Ja. Obwohl das alles nur der Längs nach ist. Ich stelle jetzt mal, jetzt weiß ich nicht, wie das ausguckt. Du kannst ja dann dein Senf dazugeben, wie du das findest. Du möchtest natürlich so ein bisschen originell verbauen, das Ganze. Was machst du eigentlich? Ja, du kannst ja mal runterkommen, dir das angucken, dann, wenn du magst.
Ups. Ja, cool. Das soll irgendwie wie so ein bisschen wie Motor ausgucken. Weil man kommt auf jeden Fall, denke ich mal, zum Beladen noch hin. Und das wollte ich mal probieren. Wir fahren, ne? Nein. Ach, du hast einen Anker geworfen? Ja. Schock mich doch nicht so. So, ich schmeiße jetzt einfach als Grundfarben mal weiß rein und schwarz rein. Auf beiden Seiten jeweils 5 Stück. 5, glaube ich, waren es immer, ne? Ja. Wäre jetzt auch erst einmal egal. Ich möchte es jetzt einfach nur mal testen. Mir fehlt jetzt da natürlich eine Fackel. Oder auch nicht. Man kommt auf jeden Fall hin und dann ist es so ein bisschen verbaut und schaut aus wie so eine Maschinerie. Und das gleiche wollte ich eigentlich kurz davor nochmal machen, allerdings so mit 2-3 Abstand. Ja. Wir haben es ja immer noch im Grunde durchgängig. Ja. Ne? Das sind halt einfach nur die Maschinen quasi, die da in der Mitte gelagert sind. Ja, yeah, super. Oh, was brauche ich? Wasser. Ich habe kein Wasser. Ja, ist ja in Ordnung. Schwupps. Jetzt haben wir so viele Wasserspenden und trotzdem sind sie so weit weg. Ja, das stimmt, ja. Aber hier geht's. Also hier bist du ja gleich dran. Ja. So, die sind noch voll. Ne, der ist noch nicht voll. Gut, du hast da drüben aufgefüllt. Gut. Ja. Dann schnappe ich mir hier nochmal Wasser, dass ich das wieder einstecken habe. Dann muss ich nämlich da nicht herlaufen. Und wir können die Fahrt weitermachen. Wir fahren schon. Ja, ich sehe schon. Ich höre es ja auch, wenn du den Anker hoch machst. So, als nächstes wollte ich mal das Zeug wieder loswerden. Mal gucken, passt hier noch was rein? Jawohl. Da können wir sogar mal wieder Kunststoff auffüllen. Das eine Kistle, was da noch in der Mitte steht, das können wir dann auch bei Gelegenheit mal wegbauen. Bist du gerade unten? Ich bin gerade unten, ja. Aber bin schon wieder oben. Aber dann gehe ich nämlich ganz kurz hin da und mach mal die paar Löcher noch zu. Ja, das hätte ich dann auch vorgehabt. Aber ist ja wurscht, wer es zumacht. Hauptsache, das wird zu und dann haben wir nämlich endlich eine Fläche. Yes. Und dann würde ich gerne, wenn du nichts dagegen hast, das hinten mal probieren, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich meine, wenn wir jetzt ein bisschen Material mal verschleudern, macht es ja auch nichts, wir sammeln es ja. Ich würde nämlich In 680 Meter, also auf der rechten Seite der Insel, könnten wir wieder so ganz knapp streifen. Okay, weil wir so ziemlich genau drauf zufahren, ne? Mhm. Dann gehe ich mal jetzt gleich aus dem Fahrwasser raus. Für kurz, weil das spawnt ja dann eh wieder genau vor uns. Wenn es ungefähr auf dem 45 Grad Strich ist, das Piepen, dann täte ich es wieder gerade machen. Nee. Ja, ich sehe es ja. Na gut. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen, weil nicht, dass wir da jetzt halt bei dem Nebel dagegen fahren, ne? Das ist aber auch schon wieder so eine trübe Suppe. Du siehst nicht einmal mehr da vorne die Sachen spawnen gerade im Moment. Aber wir fahren, ne? Ja, fahren tun wir. Aber es kommt kein Material. Ja. So, wir fahren ja gerade schief. Kann ja gar nicht. Naja, es kann ja trotzdem was auftauchen, ne? Ja, hier mach jetzt Plastik mal. Kommt dann. Ah, okay. Warum mache ich das jetzt eigentlich zu? Wenn, dann sollten wir es hier wieder... Ich glaube, wir sind schon weit genug weg.
Ja, ich denke auch. Vor allem, wir haben noch 500 Meter bis dahin. Wir müssen einfach bloß die Augen offen halten. Stehen und Laune, aber das ist schon wieder so Suppe, weißt du, das ist also Wetter schön und gut, aber schießen. Was, wohin? Auf eine Kiste? Okay, er steckt nirgendwo. Man hört ja, wenn er irgendwo aufschlägt, macht er so klung. Gerade Hunger, sehe ich gerade. Ich hole mir mal schnell einen Fisch. Und dann geht's wieder vor zur Wache. Ich schau mal auf den Pieper. Was der spricht, wahrscheinlich sind wir schon vorbei. Nein, das glaube ich nicht. Wir hatten ja noch 500 Meter gerade. 335. Okay. Also wenn, dann müssten wir sie jetzt eigentlich sehen. Ja, wenn der Nebel nicht wäre, auf jeden Fall. Spannend auch, also auch wirklich spannend insofern, wenn du dann guckst und wartest, dass das auftaucht und du siehst einfach nichts, ja. Also vom Wetter her, das hätten sie ja wirklich besser machen können, dass es nicht zu häufig neblig ist, zu häufig regnet. Also im Grunde, du hast einen Wetterwechsel jeden Tag. Von hell auf Nebel, auf Regen, auf Wellengang während eines Tages. Das ist einfach zu viel. Es könnte ruhig einmal 3-4 Tage einfach klar sein und dann vielleicht einmal einen Tag wirklich Regen und Wellengang und was weiß ich. Und dann halt wieder aufklaren oder vielleicht dann kurz danach Nebel, keine Ahnung. Aber das ist einfach schon too much. Gerade halt jetzt in dem Moment, wo wir ja diese Challenge haben, immer gerade zu fahren. Ja. Bist du beim Pieper oder? Ja, ich bin bei den Hängematten und schaue hier rüber. Ach so. Wir dürfen halt aber auch, wir dürfen nicht bloß rechts schauen, ne? Wir müssen auch ein bisschen links gucken. Ja, ich guck immer links und vor und also ich guck die ganze Zeit hier umeinander. Also wir sind vorbei. Okay, hast du die Insel gesehen? Nö. Aber ich denke auch, dass wir vorbei sind. Ich habe auf den Pieper geguckt, wir sind vorbei. Okay. Gut. So. Jetzt sehe ich die Insel. Weiß mal einen Anker. Oh ja. Dann schwimme ich hier rüber. Gut, Anker ist unten. Ja, du stimmst. Mir auch. Weil wir ziemlich nahe, doch, wir sind doch ziemlich nah dran. Ja, ne? Ja, weil du immer nicht dann weißt, wo der Empfänger ist da. Weil der wenn auf oben auf dem Berg ist, das kann ja in der Mitte der Insel sein. Ja, eben nimm die Schaufel mit, nimm auch den Haken mit, wenn du irgendwas siehst, was der vielleicht abbaust. Gut, dann mach ich jetzt mal hier. Na super. 18 Stück. Schmeiß mir mal den Speer runter. Willst du die Sau jagen? Ich soll den wirklich runterschmeißen? Ja, riskier's. Rippspeer. Okay, er ist geflogen. Ja, ich habe ihn auch vor dem Wasser aufgefangen. Hey. Also er ist nicht nass geworden. Super. Mhm. Super. So, hast du nicht irgendwas gesagt, du willst dazu machen? Ja, aha. Ey, aber wir kommen langsam in die Ecke, dass wir zumachen können. Das ist schon nicht schlecht.
Hallo Schwein. Naja, wenn du hier drauf gehst, kannst du dich hier an Bord sterben lassen. Ja. Das hat mich erwischt. Den Erfolg hast du ja eh schon. Was hab ich jetzt schon wieder? Ey. Das ist eigentlich du, das Schwein dann jagen und sterben, ne? Ey, sag mal, wie viel Palmblätter habe ich denn da drin gehabt? Das ist ja übel. Warte mal. Das muss ich mir mal schicken. Ich muss das alles hier mal mit Holz schnell auffüllen. Ach, ich bin ja immer noch das Mädel, ne? Ja, du bist immer noch das Mädel. Sag doch was. Wieso, das hast du doch selber festgestellt. Ja, aber auch nur, nachdem ich jetzt die hab stöhnen hören, weil das Wildschwein sehr auf die Hörner genommen hat. Okay, ich hab ein paar Planken habe ich aus Versehen rausgeschmissen, aber das habe ich jetzt gerade wieder reguliert. Ja, es ist wirklich, wenn du da hinten sammeln gehst und du willst vermeiden, dass du Palmblätter und Kunststoff aufnimmst, musst du einfach einen Stack Holz komplett verteilen auf deine Felder. Ja. Das ist echt die beste Möglichkeit, um das Ganze zu sortieren. So. Aber so viel Holz ist es doch gar nicht. Na gut, aber es reicht für das andere, weil das war ja voll grün und voll Kunststoff und übelst. So. Seile. Ich wollte noch ein paar Seile herstellen. Bei so viel Palmblättern, weil wir haben ja enorm viele Palmblätter auch in der Kiste. Die Seile kann man eher mal brauchen. So, in den Fässern waren auch Schrottteile drin. Das ist doch ganz gut. So, weil dann kann ich nämlich jetzt hier mal ein bisschen weitermachen. Oh, da ist noch mal ein Huhn. Soll ich das Huhn fangen? Wenn du, was soll ich gucken, was es sonst noch gibt? Also wenn, dann würde ich noch einen Huhn nehmen. Oder? Wenn also wir brauchen doch die Wolle. Ja, das stimmt. Weil Leder hast du ja, glaube ich, schon auch erforscht, ne? Ja. Genau. Okay. Was wollte ich jetzt halt da? Schloss und Stein muss das sein. Also es schaut schon eindrucksvoll aus, hier so von der Insel so auf das Schiff zu gucken. Ja. So. Drei Stück. Soll ich eigentlich die Blumen auch sammeln? Ja, klar. Weil wir brauchen einiges an Farbe. Wir können zwar auch selber dann Blumen anbauen, aber... Was wir gesammelt haben, haben wir gesammelt. Also das ist schaden kann. Ich glaube, da müssen wir sogar noch einmal auf die Insel, weil ich habe jetzt nur noch 4-6 Plätze frei. Okay. Na gut, wir müssen noch nicht alles farmen. Wir können jetzt auch mal dieses Oberflächliche, was du alles dir schnappen kannst, nehmen. Hier sind es 1, 2, 3, dann mache ich es von der Treppe auch 3. 1, 2, 3. So, dann kommt es da hin und ist das da raus. Und das da raus. Was machen wir mit den Googles? Ja, das wäre jetzt halt noch das Einzige, wo ich sage, das wäre sinnvoll, ne? Verdammt. Eigentlich könnte man schon wieder die ganze Insel farmen. Eigentlich ja. Ja. Aber das können wir doch immer noch machen. Jetzt kommen wir das. Oh, da ist ein besonderes Huhn. Echt? Was heißt besonders? Ich hab nur. Zeige ich dir, wenn ich's hab. Wenn nicht, brauchen wir die Googles. Weil das Huhn will ich auf jeden Fall. Oh, ich glaube, das ist die Inselbombe. Hier so dieser. Ah ja, da ist nochmal. Oh, jetzt muss ich das Huhn. Oh. Oh. Oh.
bin ich. Da muss ich hin. Also ich habe jetzt das zweite Maschinendingensen hingebaut. Es ist neblig hier oben. Ich sehe fast gar nichts und ich habe nur einen Schuss in dem Netzwerfer drin und das absolute Verlangen, dieses Huhn mit an Bord zu bringen. Ach, da ist es. Lässt es viel schnell. Oh, jetzt wird es auch noch dunkel. Ja, bin dann gescheit. Nebel und dunkel. War gut. Schade, ich habe jetzt gehofft, dass man das Nest irgendwie an der Schräge festmachen kann. So. Wo ist denn das Viech jetzt hin? Die Hühner sind verdammt schnell. Ja. Klein. Klein und schnell. Ich bastel hier einfach mal noch ein bisschen an Bord herum. So. Oh, verflucht, wo ist denn jetzt dieses Ding hin? Ja, wenn du es jetzt auch noch dunkel hast, ne? Und noch neblig und weil ich sehe ja noch nicht einmal mehr die Insel. Ich sehe die nicht, echt. Und dabei ist die ja wirklich Steuerbord nicht allzu weit weg gewesen. Ja. So. Nochmal da noch. Ist ja wurscht, wir können die ja wieder wegbauen. Das ist ja jetzt nur, dass ich jetzt hier noch die Seile hermachen kann. So, dann passt nämlich das da vorne auch schon wesentlich besser. Jabba dabba du. Nein. Doch, den Shot kann ich loswerden, das auf jeden Fall. Oh nee, warte mal, ich wollte doch Lampen noch bauen. Und ich habe ja noch Hölzer einstecken. Vier Stück, das reicht. Ah, der Nebel verschwindet sehr gut. Aber es ist immer noch dunkel. Lucky. Aber ich kann jetzt weiter gucken. Lucky you. Aber du hast es wohl noch nicht. Nee, ich hab es noch nicht. Aber ich habe es schon mal gesehen, also und dann wollte ich es holen und dann habe ich es vergessen. Okay. Ja. Warte mal, wie hast du das dann mit den Lampen gemacht? Die Kronleuchter hast du hingehängt. Okay, eins am Ende, eins in der Mitte, eins am Ende, okay. Besser ist das. So, zack. Irgendwie richtig cool. Und wie weit ist das auseinander? Das ist zwei auseinander. Dann kann man sogar da noch mal eine hinmachen. Dann guckt es sogar symmetrisch aus. Als wäre es gewollt. Klasse. Klasse. Ah, ich sehe die Insel wieder. Ich würde ja zu gerne noch anfangen, aber wir sind auch schon wieder bei 40 Minuten jetzt für den Part. Und ich würde sagen, ich glaube, das Huhn, das hole ich in der nächsten Folge. Ja.
Also im Grunde machen wir jetzt gerade mal schnell einen Schnitt. Das heißt, wir machen ja dann auch gleich weiter. Wir nehmen den nächsten Part ja auch gleich auf. Also wenn euch der Part heute hier gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Und Kommentare bitte, herzlich willkommen. Und ansonsten wünschen wir euch auf jeden Fall noch ein tolles Wochenende jetzt. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Ciao.